Erstmal was futtern. Und das ist ja ganz gute Essensstuff hier. Und das ist ja Wort zum Samstag und damit einen guten Morgen. Erstmal was futtern. Das ist doch schon ein schöner Folgentitel. Ja, erstmal was futtern. Erstmal was futtern. Aber wo ist denn unser ganzer Foodstuff, der gute? In der Kiste, hinten in einer Kiste hatte ich das alles. Hinten, ich hab's erst nicht in die Küche festgerückt. Und im Lager ist das. Hab jetzt erstmal, jetzt habe ich wieder 219 Leben, so ist gut, Mann. Ich wollte Honig mitnehmen und keine. Sag dir gleich, wo das Gute ist. Hab schon. Bin satt. Den Honig für auf. So, bisschen, gut. Bisschen ausgedünnt habe ich jetzt, ne? Ja, wir sind dabei, noch ein paar andere Mods zu testen. Gerade jetzt, wenn wir auch andere Leute mit auf den Server drauf lassen. Ja, André und ich haben auch beschlossen, wenig knirschend, dass wir uns keinen Vorteil verschaffen sollen, indem wir unsere Charaktere mitnehmen. Knirsch. Sondern, dass wir uns dann knirsch, einen neuen Charakter machen. Jawohl. Siehst du, guck mal, hier liegt noch der Loot von den ganzen Drachen. Stimmt. Ich bin heute Morgen rein, nachdem ich ein paar Mods gelöscht habe, kam sofort ein Angriff. Hier liegt überall noch Loot. Oh, war halt wieder ein Theater und das alleine gegen Drachen. Hast du Trophäen? Nee, ich dachte, du wolltest die holen. Aber du bist ja eine... Du hast gesagt, lass uns die Trophäen mitnehmen. Keiner hat gesagt, ich nehme die mit. Aber da kann ich ja mal meine Druidenfähigkeit zeigen. Ah, ich bin jetzt Druide. Druide ist toll. Ach, wir können auch nach dem Norden gehen. Da ist auch ein Spawner. Ich nehme da den ganzen Stack mit. Ob die Loot-Mod funktioniert. Oh, bis da hinten. Ja, wie gesagt, im Norden ist auch noch einer. Er ist näher dran. Haben wir zu längs? Ja. Ja, dann warte bitte. Warte. Okay, warte nicht. Kämpfe. Man fisst dich einfach weg. Da macht er ein echter Wikinger. Und einfach mit der Faust drauf. Bei so kleinen Krame hier. Ey, wieso muss ich durchs Wasser? Weil du kein Druide bist und nicht fliegen kannst. Das war der einzige Grund, warum er den Druiden nimmt. Ja, der ist aber cool hier. Ui. Das ist ein fähiger Begleiter, der fliegen kann. Weit, aber er kann. Und Spawner? Stimmt. Ist auch noch ein Dörfchen. Hier wollte ich auch noch was hinbauen, aber hat sie ja jetzt auch erledigt. Ich nehme mal hier. Mal bereit. Gut, den drauf hier. 2 Hirschköpfe braucht man übrigens dafür. Naja, 2. Ja, wo kommt der? Da kommt er. Wir müssen erstmal aus dem Wasser kommen. Er ist aber auch nur ohne Stern. Also scheint die nicht richtig zu funktionieren. Oder der zählt ab jetzt erst die Tage. Also seit ab Aktivierung. Nein, schwer ist der nicht. Mal ausprobieren. So, spawn, gegen Platz. Nicht spawnen. Warte eben. Mal ausprobieren. Bosse. Ne, warte. Kreaturen. Level. Ach, ich muss immer Nase. Ja. Mikrofon muted. Wir haben auch mindestens 2 Sterne. Bosse.
Microphone activated. Oh, da war die Nase so dicht, da habe ich ja fast keine Luft weggekommen hier. Egal, versuche jetzt nochmal. Okay. Und er kommt. Wie viele von den Köpfen haben wir eigentlich noch? Ich habe 16 noch an der Tasche. Also ich hatte den ganzen Stack mitgenommen. Beagle Egg Tier. Ja, auf jeden Fall hat er schon mal eine Fähigkeit. Aber. Vera war er jetzt nicht. Ob da jetzt auch noch was Besonderes oder? Aus, ne? Ja, eigentlich sollte auch die Loot-Kurve steigen. Brauchen wir den nächsten. Nein. Du musst erstmal wieder in die Einstellung, Junge. Ach so, ja, chill doch mal. Chill mal. Hm. Wir müssen ja doch eine andere, nicht Alter der Welt, Anzahl Bosse. Alter der Welt, nein, machen wir mal Anzahl getöteter Bosse. Schwierigkeitsgruppe für Österreich auch schwer. Soll ich auch sehr schwer stellen? Warum sehr schwer? Okay. Was, ob wir jetzt natürlich dafür resetten müssen. Also einmal ein- und ausloggen. Ja, nicht sagen. Kannst du einmal so probieren und wenn das nicht klappt, musst du einmal aus- und wieder einloggen. Ja. Man spawnt noch mal ein. Und spawn. Kommt er. Hinter mir. Ja. Da meine Ausstrahlungskraft als Sial. Regenerations. Also mit den Fähigkeiten, das funktioniert schon mal. Na gut. Aber er kriegt halt keine Sterne dazu. Komisch. Und keine Sterne dazu kriegen. Dann müssen wir doch nochmal ausloggen und wieder einloggen. Fehlermeldung gibt es auch keine. Dann lass uns doch mal aus und wieder einloggen. Meinst du? Komm, wir machen das an. Aus. Jetzt seht ihr gleich den wunderschönen Startbildschirm von Valheim. Valheim Plus, Earth at Home. Dam. Server starten, Passwort. Also für alle, die jetzt neu dazuschalten, wir sind hier nur gerade am Mods probieren für unseren Server. Also nicht wundern, das wird jetzt wahrscheinlich nur ein paar Mal dann so gehen, dass wir ein- und wieder ausloggen, gucken, dass alles funktioniert und das einstellen und die Einstellung dann auf unserem hauseigenen Server übernehmen, wo ihr dann auch theoretisch mit draufspielen könnt, solange ihr auf unserem Discord seid und ihr euch an unsere Regeln haltet. Ja, für die wir auch noch keine Ideen haben, müssen wir auch mal aufschreiben. Chrisat, schreib auf. Regel. Chrisat, schreibe mit. Nummer 1. Respektiert das Eigentum anderer. Respektiert die Autorität. Ja, das sowieso. Respektiert euren Jahl. Kannst du wieder drauf. Zweitens, ne, Eigentum anderer respektieren. Nicht rangehen und rumgriefen. Es gibt halt voll drei Erder. Dann instant bam. Deswegen gibt es auch nur whitelisted. Ja. Dann wissen wir, wer da ist. Und dann gucken, dass wir ein schönes Dörfchen alle zusammenbauen und jeder dann sein eigenes Häuschen kriegt und so und ja, hey, juhu. Ja, trotzdem dürft ihr euch in der Welt ausbreiten. Aber alles mit Bedacht, bitte. Genau. Und Contenance. So, ich bin wieder da. Soll ich das nochmal beschwören? Warte mal, ich muss gucken, ob das Schwein ist. Das Schwein ist auch schon ein höheres Level. Der Schwein hat schon 2 Sterne. Hier ist los. Hinter dir! Jemand stimmt doch hier nicht. Hier ist der Dauerspawn jetzt gerade. Haben wir es jetzt alle? Was war das denn jetzt? War das ein Teleportschwein oder was? Das kann sein. Die haben doch Fähigkeiten, oder? Kann sein, dass er da Hilfe rangeholt hat. Dass er sich vielleicht aufgeteilt hat. Das kann sein. So, ich spawne in 3, 2, 1, jetzt. Hoffentlich nicht im Wasser. Hoffentlich nicht im Wasser. War sehr merkwürdig.
Hier, der spawnt bei mir. Zorn liegt hier. Der hat kein. Kann sein, dass die Bosse keine Sterne bekommen, oder? Ja, eigentlich nicht, weil ich das hier verstehe. Moment. Effekte Kreaturen, Elementarverstärkung für Kreaturen, Effektchance für Bosse, Spiegelboss, Schutzboss, Regenerationsboss, Herrschaftsboss, Elementarboss, Dornboss, Zwillingsboss. Effektstärke für Bosse. Benutzerdefinierte Levelchance für Bosse. Und da kannst du die Levels einstellen. Was? Haben wir noch welche? Ja, ich habe noch 12 Stück. Ja, dann probier noch einmal. Okay. Und boom! Gucken, ob die, oh, das jetzt klappt. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich ein super Hirsch und macht uns kaputt. Da, zwei Sterne. Nicht schwer. Das ist auch der erste Boss angeguckt, was wir für diese Sachen haben. Ich habe hier alles in Episch. Ja, ich habe auch alles in Episch und eins in Legendär. Legendär hatte auch schon einen. Ja, legendäre Beine habe ich halt. Oh, ich hab jetzt einen Hörsprecher bekommen. Magic Hörsprecher. Das funktioniert. Noch ein? Wollen wir jetzt noch gucken? Ja, nee, warte mal. Ja, okay. Sag mal einfach Bescheid. Will ich es natürlich mal übertreiben. Übertreibung! Minimale Anzahl. 5. Maximale Anzahl an Sterne. 5. Jetzt will er es wissen. So, guck mal, um Stufe 5 spawnt. Ich gehe mal ein Stück an die Seite. Jetzt will er es natürlich wissen. Und natürlich direkt hier vorne, ne? Gerade 5 Sterne. Na, er hält ein bisschen mehr aus, ne? Hol ihn mal wieder zurück an Land. Elementar. Easy. Das müssen auch mal ordentlich was rauskommen hier. Da kommt immer noch Blaues. Homeschilder. Na, aber die Mod funktioniert immerhin. Ja. Das ist ja das, was wir wissen wollten. Der Rest ist jetzt eine Einstellungssache. Muss man dann halt nur gucken, dass dann nicht gleich direkt am Anfang vielleicht ein 5-Sterne-Boss droppt. Kommt. Nein, das stellen wir natürlich skalierend ein. Das funktioniert wahrscheinlich jetzt nicht, wie du schon sagtest, weil er jetzt erst anfängt zu zählen. Ja, richtig. Und bei Aktivierung der Mod halt, ne? Nein. Der hat schon Stufe 1 erreicht. Das ist doch schön. Was haben wir denn noch für Mods? Was habe ich noch drauf? Ja, die anderen haben wir ja alle ausprobiert. Ich habe so 9 nur noch. Ja, die Raft-Mod. Die Raft-Mod. Wenn wir hier mal einen Raft stellen. Ja, vorbereitet. Okay.
Das ist das Rift, ja. Das ist das Rift. An dem Ding können wir jetzt bauen. Snap Points sind aber sehr verwirrend. Wackelt alles so. Wie soll man denn da bauen? Es kann sein, dass weil wir da drauf stehen. Jetzt? Nee. Wie baut man denn am Rift? Dann kannst du von hinten gar nicht bauen, weil hinten der Aufstieg ist. Hier ist ja der Aufstieg. Leiter. Kannst du hier wahrscheinlich gar nicht bauen. Wahrscheinlich. Ja, an der Seite kann man aber auch nichts ran snippen. Doch, an der Seite geht's. Man muss nur den richtigen Punkt erwischen, aber dann kriegst du eine Schieflage. Das war dann eine komische Schieflage. Das ist daher auch die Frage, wie das dann nachher mit der Statik ist. Nicht, dass du nachher baust und baust und baust und die fährt das dann alles nachher runter. Ja, das ist ja das, was ich ja meine. Weiß ich ja nicht. Das ist aber echt schwer, irgendwo was dran zu klippen. Das ist eine hohe Kunst, hier was zu bauen. Hier noch. Hier kann man noch so ein Ruder machen. Den Mast kannst du doch auch machen. Mast? Ach, Mast, den kann ich. Ja, das. Oder einen größeren Mast. Und noch größeren Mast. Ne, noch einen kleineren. Kann aber kein Gas geben. Weil du nicht am Ruder bist. Ja, ich bin noch am Ruder. Hier ist so eins. Sollte normal so funktionieren. Das Ruder. Oh. Ja, das funktioniert auch nicht. Also zumindest zeigt er mir an, dass er rudert, aber irgendwie funktioniert nicht die. Vielleicht machen wir grundlegendes verkehrt. Vielleicht musst du einen Raftmast drauf bauen. Das wir können so klein oder so. Also dass wir dann so ein schönes, richtiges Boot bauen können. Ein altes schönes Piratenschiff, so eine Schaluppe oder so. Ich hab doch gerade Masten hingestellt. Hättest du mich für doof oder so? Ja, ich muss das auch mal selber probieren. Das sagst du auch immer zu mir. Du musst selber immer mal gucken. Das stellst du mich auch immer als doof da. kann ja sein, dass da irgendwas. Ja, jemand stimmt ja auch nicht. Jemand muss ja funktionieren hier. Wir vielleicht noch eine Leiter dran bauen, aber wir haben doch schon eine Leiter. Wir haben eine Leiter. Oder ist es einfach zu klein, das Boot? Dass es größer sein muss. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Meinst du? Weiß ich nicht. Nee. Hast du eigentlich. Du hast ja das, die Rift Base gebaut, ne? Ja, natürlich. Das ist die Base. Sollen einfach mehrere bauen? Ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht. Docken die an? Ne, ich glaube nicht, dass die andocken. Ne, kann nur noch eine stellen. Also willst du auch eine? Ich wollte nur mal kurz gucken. Guten Morgen, Passi.
Ich wollte nur gucken, was das dann geht mit der Modbase und Refbase. Kann ja sein, dass die Refbase sich gar nicht fortbewegen kann. Wäre eigentlich auch Schwachsinn dann, ne? Irgendwann muss er ja die Basis haben, ne? Ja, passiv. Wir testen gerade einige Mods durch, da hast du recht. Machen wir. Wir haben jetzt nämlich einen Server erstellt für Valheim und da wollen wir gucken, welche Mods wir da noch aufpacken können, welche ordentlich funktionieren, damit ihr dann auch mit uns zusammenspielen könnt und ja. Damit wir dann alle ein paar Mods haben. Womit wir Spaß dran haben. Hey, Haupi, Piraten trinkt aus. Ich habe noch nie ein Schiff gebaut. Ich versuche jetzt gerade mein Bestes. Ist auch nicht so dramatisch. Ich habe jetzt keine Tiere. Kannst du das eigentlich ohne Werkbank machen? Ich kann alles ohne Werkbank. Ich benutze gerade ein Admin-Tool, damit das geht. Ah, wo ist das? Ich kann ja gerne eine Werkbank hinzimmern. Wenn du da eine. Ich muss erst wenn dann erstmal noch die ganzen anderen Materialien. Kein Harz und nichts hier. Aber ja, eh hier nicht weiterspielen, kann ich ja jetzt hier rumprobieren. Hat mir extra eins rausgesucht. Ja. Ja. Da gibt's doch noch das. Uff. Aber wie baut man jetzt so schrägen? Sieht ein bisschen schräg aus sonst. Ich hab eine Flusskatastrophe. Sollen wir denn eigentlich hier so ein richtiges Schiff bauen? Das ist schon sehr merkwürdig. Weil die können jetzt nicht hier so schräge Dinger stellen. Das sieht ja kacke aus. Oder? So kacke aus. Guck mal, das ein kleiner Fluss geht hier an weg. Dann ist ja wahrscheinlich jetzt das normale, oder nicht? Ja, das ist das normale, genau. Ja. Das und das andere nicht. Den Grund haben. Das ist sehr mysteriös, Mr. One. Okay. Hören wir mal zu. Nein. Oh, ich wollte. Wäre ich mal geflogen, da wäre ich schneller gewesen. Würde nicht ertrinken. So knapp. Nicht immer alles so, wie ich will. Ach, du bist das ja so Geräusche macht. Ich wundere mich schon. Es schreckt noch mich doch nicht von hinten immer. Da vorne nicht ein Kreuz dran machen, würde das nicht besser aussehen? Möglich. Jetzt müssen wir ein zweites Stockwerk drauf bauen und so weiter und so fort. Mhm. Jo. Nicht mal das kann ich heute. Auf jeden Fall ist immer alles blau, also scheint das schon mal strukturell keine Probleme zu machen. Nur noch rauskriegen, warum die Ding nicht fahren will. Ja, das würde mich auch mal interessieren. So, kann ich da jetzt nicht drauf sitzen? In der Werkbank.
Aber jetzt Ruder stellen und so geht's nicht, ne? Segel drauf. Ich muss auch mehr Segel drauf. Kann die Segel noch nicht mal auspacken, oder? Warum sind jetzt hier so viele? Keine Ahnung! Ich weiß es doch nicht. Wo kommen die denn alle her? Ich hab keine Ahnung. Junge. Einstellung. Nein, gibt's keine Einstellung, habe ich schon geguckt. Das ist da auch eine andere Taste belegt, ist hier beim Web, weißt du? Ich habe keine Einstellung gefunden. Oh, 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 oh! Was hast du jetzt gemacht? Oh! Oh! Ich bin einfach rückwärts gefahren. Oh! Ach, ja, ran. Oh. Das ist verkehrt rum. Nee, jetzt funktioniert das. Jetzt fahre ich vorwärts. Oh, es funktioniert! Ich habe zuerst mal nach hinten gedrückt und jetzt funktioniert das. André! Ich geh mal weg, ich muss auch mal gucken. Oh, es geht! Joho, Piraten tritt aus! Ich will auch Piratenschiffe bauen. Ich übernehme mal das Ruder. Ahoi, mein Captain, mein Jarl. Dann können wir hier solche Dinge draufstellen. Okay, Leute. Jetzt wird's richtig krass. Jetzt können wir richtige Seeschlachten führen. Jetzt können wir mit 3-4 solchen Schiffen uns selber bauen. Und damit dann fordern wir euch zum Duell heraus. Und auch die riesige Seeschlange bekämpfen. Sache. Der lässt sich aber fast ein bisschen besser manövrieren als das Schiff, muss ich sagen. War mal hier eine Küste entlang. Ich will mal gucken, ob die Geschütze feuern. Sind das Automatikgeschütze oder? Das sind alles Automatikgeschütze, ja. Sonst hätten Geschütze ja keinen Sinn. Dann fahr doch in die andere Richtung. Wo du Wind hast, du Nase? Von da war doch nichts. Von da kommen wir doch. Nur überlegen, wie man dann auch schöne Schiffe baut. Ja, das wird wahrscheinlich eher das Problem sein, ne? Wie man schöne Schiffe man baut. Muss ja den, da muss dann der untere Teil muss man auch ein bisschen verstecken. Ja. Sieht man das Floß. Aber gut, das Steuer funktioniert und alles. Ist doch mega. Wenn wir so einen geilen Dreimaster bauen. Ja, das stimmt. Ein schmales Kiel haben wir hier oben, 3 breit oder 4 breit, das reicht schon fast. Jetzt muss man hier nur noch eine Kajüte drauf bauen und alles. Kannst ja auch unten ein bisschen höher bauen wahrscheinlich, da kannst du die Kajüten unten machen. Unter Deck. Nee, ich hab die Kapitänskajüte da, sind Gegner, wollt ihr nicht schießen? Oder musst du da rangehen? Aber das müssten die jetzt schießen. Nix. Oder brauchen die noch Munition? Kann natürlich sein, dass sie Munition brauchen. Ja. Wie du mal Steuer. Ne, stimmt. Den. Aber ich finde, das lässt sich einfacher steuern als das Boot. Deutlich einfacher. Ich setz mich erstmal. Ha. Ja, das ist schon mal gut, dass die Mod funktioniert, aber die andere scheint nicht zu funktionieren. Hey. Muss ich doch mal in die gibt's eine Mod-Einstellung da, More Defense. Wow. Gibt eine Einstellung, die heißt Turret Volume, das war's. Ich frage mich sowieso, warum man sowas hat. Wikinger hatten früher sowas nicht.
Alter, Ballisten, hier, die kleinen Ballisten da vorne, die gab es aber schon bei den Römern und alles. Ja, aber die Wikinger selbst die Armbrust haben die Wikinger erst auf den Streifzügen in England entdeckt. Vorher kannten die sowas auch nicht, da haben die nur Pfeil und Bogen gehabt. Ja, vielleicht waren wir schon in England und haben da Kanonen und so her. So. Ja. Aber... Englerland. Ja. Wenn wir irgendwo halten, ich lock mal so einen Gegner an, vielleicht müssen die aggro sein. Ja, ich fahr mal hier ran, hier im dunklen Wald. Mal ein bisschen raus. Da schießen die! Die schießen auf irgendwas! Jo, sie haben geballert. Wir müssen erst aggro sein. Ja, die waren doch eben gerade nicht aggro auf uns. Auf mich nicht. Ja, aber die anderen Katapulte, die schießen nicht, nur die Kanonen haben geschossen. Oh, 3 Sterne, Nixe. Ja, die ist natürlich jetzt blöd, weil ich dachte, du drehst das Schiff wenigstens mal dann auch in Richtung Insel. Hatte ich doch. Nichts will nicht. Aua. Komm, jetzt. Los mit euch geschützt. Habt ihr keine Lust? Ich hab euch den Gegner auf den Präsentierteller gebracht. Hey, da passiert nichts. Warum haust du denn jetzt da drauf? Da passiert doch nichts. Siehst du doch, dass da nichts passiert. Ja, aber warum passiert da nichts? Wie soll man denn da draus kriegen, wenn du dann da immer wieder doch dran rumfummelst? Ja. Die erkennen nicht jede Art von Gegner. Nur andere. Ist überhaupt noch Gegner oder haben wir die Insel schon leer gemacht? Stimmt doch, Gegner. Gibt's Munition? Ich guck gerade mal. Gibt keine Munition. Vielleicht müssen wir die Kanonen mit Odin-Vitamin laden. Ja, aber du kannst sie doch nicht laden. Funktioniert am besten, wenn da Leute eine Basis angreifen, bei einem Raid zum Beispiel, also Gegner. Baulinge, Krautzwergen oder so. Meinst du? Ja, ich denke mal, da funktionieren die besser, als wenn du da auf dem Schiff bist. Und ich sehe eher dafür gedacht und nicht, dass sie dann wahllos einfach auf alles schießen, was da am Rand rumkreucht. Nee, normalerweise sollten die auf alles schießen, was an deine Nähe kommt. Gibt eine Strickleiter, die kannst du da ransetzen. Ja, ist jetzt egal. Ich würde nur mal ausprobieren. Natürlich habe ich eine unmögliche Bucht ausgesucht. Niemals macht man verkehrt. Aber doch nicht in der Bucht, mein Friend. Niemals macht man verkehrt. Fahren wir an der Küste längs. Da sind Gegner. Fahr da hin. Wie das Schiff zur Küste. Aber wieso schießen die nicht? Die haben ja gerade einmal geschossen. Funktionieren nur einmal. Sind einmal Geschütze. Da muss man selber nachladen. Oh nein, wir sind auf Land gelaufen. Sag mal nach. Kommen wir noch raus? Ja, kommen wir noch raus. Brauchen wir nur mehr Wind, dann geht das. Wind! Setzt mehr Segel!
Ja, die Seeschlange suchen. Ja, das stimmt, das wäre noch eine Idee, die Seeschlange suchen. Ja, wir waren fleißig. Jetzt hier nicht nochmal Rundungsradius höher drehen, damit man mal noch mehr aufdeckt. Können wir nochmal zum Rand der Welt fahren. Gucken, ob wir da runterfallen. Kartografie gelevelt. Nee, mehr Dinger stört er nicht zum Herstellen. Na gut, er hat noch den hier. Was? Flammenwerfer. Natürlich braucht man einen Flammenwerfer auf dem Schiff. Das ist unser Antrieb. Keine Seeschlange, wo wir auf dem Ozean sind. Ja, jetzt wo wir mal eine haben wollen, finden wir keine, ne? Sind wohl nicht appetitlich genug. Kommen wir sonst mal weiter in die Richtung. Und damit wir auf dem Ozean bleiben. Andere Richtung, andere rechts, aber ist okay. Ja, aber da lassen wir einmal im Kreis drehen, vielleicht sind wir dann verlockender. So, ah nein, sie sind bewegungsunfähig, die kann ich jetzt angreifen. Wo ist die Seeschlange? Seeschlange! Seeschlange! Aber eine Antwort brauche ich noch. Kann ich jetzt hier... Kannst du jetzt hier was? Portal bauen. Das ist natürlich ein Problem, jetzt haben wir keine Kennung mehr übrig. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen dumm. Fuck, wir haben natürlich jetzt nichts mehr übrig. Sollte hier eigentlich funktionieren, wenn du das Portal stellen kannst, dann sollte der Rest eigentlich auch funktionieren. Ja, ne? Sollte eigentlich, ne? Keine See. Er lügt hier doch alle rum. Es gibt hier gar keine Seeschlange. Ich habe bis jetzt auch keine gesehen. Ihr lügt. Lügt doch alle. Das ist der Vorführeffekt. Ja. Die ganze Zeit wir jetzt wieder wunderbar Gegenwind haben. Jetzt will ich mal eine sehen. Kommt keiner. Und nun haben wir Flaute. In einer anderen Richtung hätten wir Rückenwind gehabt. Warum? Dann gibt den Wind doch einen Stups. Ach ja, stimmt. Ich kann den Wind einen Stups geben. Schnutzorn. Momentan, Wörter, wie ging das? Das ist jetzt richtig. Jetzt müssen wir mal kurz warten. Normalerweise sollten wir jetzt immer Rückenwind haben. Jawohl, es funktioniert. Irgendwie. Irgendwie. Haben wir aber gar keinen Fahrt auf. Wahrscheinlich war der Wellengang so schön. Das ist das Boot kaputt. So, André hat's kaputt gemacht. Rudern geht. Der Wind dreht nicht wirklich. Oh. Was war das denn jetzt für eine Welle?
Ja, mit dem Wind funktioniert nicht. Was? Ich weiß nicht, woran das liegt. Manche Sachen funktionieren halt einfach nicht. So ist das halt. Ja. Schade, ich dachte, die Kanonen würden funktionieren. Die Seeschlange will auch nicht. Nee. Nee. Mein Bruder, der Raft funktioniert ja immerhin. Das ist doch schon mal etwas. Riesige große Kreuzfahrtschiffe. Nur, dass ihr damit dann nicht auf Kreuzfahrt geht. Weißt, da kannst du ja eine ganze Basis auf dem Schiff bauen. Na, da ist natürlich, wenn es versenkt wird, ist es alles weg. Ja, richtig, genau. Deswegen würde ich das wirklich nur nehmen, wie gesagt, von A nach B fahren und ein Portal oben drauf. Ja, ein paar Lagerkisten vielleicht noch. Wenn richtig. Man Farm ist, dann kann man so richtig schön sein Schiff vollknallen. Genau. Also ihr Kanonen, ihr enttäuscht mich. Ja, von euch habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ich habe ja eigentlich jetzt Rauch, Feuer, Explosion und... Wir fahren auf eine Insel zu. Da ist niemand am Steuer, der Kapitän schläft. Land in Sicht. Ich bin ja jetzt eigentlich hin. Ja, keine Ahnung, wo der Wind halt führt. Ich will nicht immer gegen den Wind fahren, da kommt man nicht vorwärts. Okay. Natürlich nicht aufs Land zu, ne? Ist schon klar. Ja, geht nicht. Ja, wieder Gegenwind. Gong. Keine Seeschlange. So große Seeschlange angetrieben. Ja, ne? Jetzt kommt die nicht. Ich hab die noch nie einmal gesehen. Enttäuschende Seeschlange. Ja. Wir sind auch nicht im Ozeangebiet, ne? Wir sind im Grasland. Da kann die auch, taucht die eigentlich auch nicht auf. Ja, wo kann die denn auftauchen? Nur im Ozean. Stimmt, dann. Ich bin ja gerade auf dem Weg hin. Oh, vielleicht sind wir auch zu nah von der Startinsel, was weiß ich. Da ist sie! Hinter dir, André. Da ist er! Auch hier steht keine Kanone. Aber da, der eine schießt. Es da, funktioniert. Aber die Flammenwerfer funktioniert nicht. Ja, vielleicht nicht nah genug. Schießt es nieder. Es ist tot. Ja, wir haben die Seeschlange getötet. Beute, Beute. Ich gehe unter Deck. Ich sammle die Beute ein. Fahr hin, tüt. Yeah, Schlangenfleisch. Seeschlange, du bist kein Problem mehr. Aber die Kanonen waren jetzt nicht so berauschend. Aber es haben trotzdem geschossen, oder? Aber sie funktionieren. Nicht immer, aber es funktioniert. Es funktioniert. Hippe, hurra. Pip.
Hurra! Hüpp, hüpp! Hurra! Genau. Sehr berauschend, die Seeschlange, hä? Ja, ich hätte mir die größer vorgestellt, ehrlich gesagt. Alter, hab Angst davor, also jetzt, na, ehrlich, also, ne? Ich hätte mir die jetzt wirklich größer vorgestellt. Ja gut, wäre es eine Stufe 5 Seeschlange etwas größer. Aber Raft funktioniert, die Kanonen funktioniert, jetzt kann man schöne Schiffe bauen. Ja. Ich müsste ja alles noch auf den Server hin hinstellen, hochladen und dann. Ja. Ja. Also die Kamera zuppelt ein bisschen auf dem Schiff. Ja, das stimmt. Das ist aber je nach wahrscheinlich, Position, muss wahrscheinlich auch mal wo Bänke du sitzt. Bauen. Ja, hat man den Segeln. Die Segel baut man ja später höher und das Lenk, das Steuerkreuz und so. Das ist ja jetzt nur, ist ja jetzt eigentlich nur ein Floß. Ja, kein Schiff. Ein größeres Floß. Es ist halt schon ein super Floß. Hier, weitere Seeschlangen gibt es nicht. Wahrscheinlich nicht. Er hat sich rumgesprochen, dass wir jetzt hier sind. Ah, schön. Wollen wir jetzt hinfahren oder wollen wir wieder zurück zur Richtung? Ja, Richtung Base, ne? Richtung Anlegestelle. Oh mein Gott, wir sind schon ganz schön weit weg. Ja, eben drum. Bis jetzt haben wir noch guten Rückenwind. Sehr gut. Oh, toll. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass sie uns keine Fehler verursachen und das ist alles super. Wo gerade? Nachher die Frage, nicht, dass ihr dann nachher, keine Ahnung, 10 Leute drauf haben und dass dann bei 10 Leuten nachher Probleme verursacht. Weil das dann nachher zu. Irgendwas verursacht aber Fehler. Oh. Ja? Ja, irgendwas. Gibt mal wieder keinen Namen bei. Gibt nur Spawn Area Update. Error. Null Referenz Extension. Hm? Objektreferenz not set to instance. Oh, was war das denn? Achso, ja, neue Sachen gespawnt. Spawning Fish. Fisch hat er gespawnt. Da ist Land direkt vor uns. Ja, da muss er doch hin. Nein, direkt. Oh, wir sind drüber gefahren. Das habe ich schon gesehen. Das, ne? Da ist unser Häuschen. Deck Trails, ja. Schon mal ein bisschen Dampf raus hier. Ja, einer. Das ist so groß. Dafür ist der Hafen zu klein. Ich kann, dass wir vorne noch einen Keil haben, ne? Ein Rambock. Ein bisschen. Nein, das reicht nicht. Ach, Gott, ich dachte, mit Falling Mod schaffe ich. Mit dem Falling schaffe ich den. Übrigens sind da wieder ganz viele Gegner bei uns. Ein Grauzwerg, ein Stern. Hat das was zu bedeuten, dass sie da lila sind? Das sind da wahrscheinlich 3 Sterne. Da wollten wir einen lila Stern angezeigt von dir. Wow, 4 Sterne. Bei mir verschwinden die zwischendurch, die Gegner. Ein Sternehirsch. Das war's. Epic Turmschild.
Minus 90% Reduktion. Du bist ja sonst immer alles haben hier. Ja, aber die Turmschilder, die sind nicht so schön. Die sind nicht so toll. Hat gesehen. Ja. Du bist sehr geil. Greif den Säcker an. Sind nicht viele Fehler, also es muss ein und dasselbe Objekt wieder sein. Ah. Hm? Nix, Stufe 1, Berserker Stufe 2. Oh, muss ich aufpassen. Bewegt sich das Floß? Hast du das da hingestellt? Ich weiß nicht, ob sich das bewegt, eigentlich nicht. Ich bin doch abgesprungen, oder nicht? Ja, aber ich weiß nicht, aber beim Floß dieselben, aber das stand doch vorher nicht da, oder? Nee, das stimmt, das hat sich bewegt. Aha. Das ist ungünstig, wenn sich das dann weiter bewegt von alleine. Die haben irgendwann niedergeballert. Ja, noch ein Skelett. Jetzt fahren hier. Dann bewegt sich das ja wieder. Man weiß, das ist kein Auto, ne? Wenn du wieder nach vorne drückst, heißt nicht, dass das sofort stehen bleibt. Nee. Aber eigentlich. Oh. Nee, das fährt weiter. Okay. Oh toll, jetzt komme ich hier nicht runter. Oh, jetzt ertrinke ich. Ja, warum machst du sowas auch immer? Kein Mana mehr? Ach, gerade so noch geschafft, aber kommst du vorne nicht auf diesen blöden Weg drauf, den du gebaut hast? Nee, guck mal noch nicht. Das ist ja doof, dass sich das Fluss weiter bewegt. Da fährt es auch und da vorne. Auf Wiedersehen, Floß. Ein Wildschwein mit dem grünen Stern. Und Farbe der Sterne haben bestimmt auch irgendwas zu bedeuten, ne? Wirklich? Und drei Sterne, hellblau. André, ich komme, ich heile dich. 40 Leben? Ja. Wie viel ich weiß. Ja, wird bestimmt mehr mit jetzt sein. Na klar, mit Sicherheit. Wie gesagt, wir sollten von Anfang an gleich irgendwie gucken, dass wir dann vielleicht sogar im Spawn-Bereich Klassenhalle baut, wo man sich eine Klasse aussuchen kann. Ja, müssen wir überlegen, wie wir die bauen, wie die aussehen soll. Ja. Können wir natürlich gerne machen. Ja. Ist super, die Mod funktioniert. Die Kanonen funktionieren auch. Mindestens. Wollen viele? Viele produziert werden müssen. Welche das sind? Ob die dann extrem schlimm sind. Wissen wir jetzt noch nicht. Das ist jetzt alles Testphase, ne? Dann zu entschuldigen, falls es dann noch nicht von Anfang an hundertprozentig läuft. Kann sein, dass wir noch viel herumprobieren und einstellen müssen. Gerade am Anfang. Ja, das stimmt. Fertiges Compendium der Modliste. Wird Chrisat bestimmt fertig machen und einmal im Discord-Server posten. Ja, natürlich, sobald wir den fertig haben. Wie das aussehen soll. Oh, warte, mein Telefon. Microphone muted. Jo.
Valheim Rift. Viele Einstellungen hier. Oh Mann. Ups, ich fahre ja noch. Ja, wenn der einmal telefoniert, dann dauert das immer eine ganze Weile. Da muss man richtige schöne Docks bauen, damit er auch wirklich fest ist und nicht andauernd davon treibt. Viel zu tun. Unser Tropset, meine Güte, muss ich gucken, was da alles nicht funktioniert. Mikrofon aktiviert. So, es tut mir leid, ich bin wieder da. Mal lange dauern. Ja, das ist mein Chef. Das ist halt der Nachteil, wenn man Vorarbeiter ist. Da muss man dann auch mal auf den Samstag noch ein bisschen Anrufbereitschaft zeigen.
Der hat nämlich nochmal zwei, drei Termine genannt, die wir nächste Woche haben. Quatsch. Ja, dafür kriege ich dann aber auch 100 Euro mehr als meine Kollegin, ne? Am Wochenende darf der dich nie anrufen, ist Freizeit. Nein, aber nicht auf den Samstag, ist noch ein Werktag. Nein, ist Freizeit. Ja, super, dass du das so siehst, aber ich möchte dir ja auch spätestens im Juni wieder eine Gehaltserhöhung haben. Und kriegst du ja eine Lohnkürzung. Nein, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, aber das ist ja nun, ist einfach mal so. Ich habe gesagt, ich will den Vorarbeiterposten Verantwortung haben, also muss ich dafür auch dann ein bisschen tun, ne? Quatsch. Er will mir auch mal Meister finanzieren, André, also muss ich da mal ein bisschen im Popo kriechen. Wenn er mir meinen Meistertitel bezahlt, ne? Oder? Ja. Dann kann ich dich ausbilden, dann mache ich mich selbstständig, da kommst du hin und sag, André, komm, jetzt wirst du Maler. Oder Chrisat, ich werde Chrisat ausbilden, André. Gott, ja, viel Spaß. Kannst du gerne haben. Chrisat Maler und Lackierer. So, du bist nochmal Boot gefahren? Okay. Ja, ich hab's nochmal geguckt. Ja. Okay. Ich kann das Boot auch fliegen lassen. Echt? Kannst du fliegen lassen? Mhm. Nein. Dann kannst du so ein Luftschiff bauen. Nein, wie krass. Kannst du die Kontinente fliegen. Oh, zwei Sterne hörst. Das wäre auch cool. Ja, ich glaube aber, dass das mit den Defense-Dingern die Fehler, glaube ich. Ja, die funktionieren ja sowieso nicht richtig. Die scheinen das Problem zu sein. Ja, immer wenn die, glaube ich, ein Target auswählen, dann. Ja. Die müssen ja auch irgendwann irgendwie Sicht drauf haben und sowas. Stimmt. Ja, wenn wir schon gestern. Ja, ne? Sollen gleich mal ausprobieren, ob wir den Server zum Laufen kriegen. Ja, das machen wir. Okay. Meine Damen und Herren, schaut euch noch einmal ein bisschen bitte dieses Equip an, was ich habe. Schaut es euch an, was ich erreicht habe mit André zusammen. Also, er, was André erreicht hat und er mich mitgeschleppt hat. Was ich erreicht habe in diesem Spiel, es ist fast alles episch. Also, wir haben zwei gelbe Sachen nur und ein blaues noch. Aber wir haben so viele tolle Sachen erreicht. Wir haben so viel tolles. Tolle Dinge erlebt hier in diesem Spiel. Viele Tode, viele Tränen, viel Wut, viel Frustration. Auch genauso viel Freude. Ja, das stimmt allerdings. Ja? Jetzt gucke ich hier gerade ein bisschen blöd. Ich gucke, welche Fehler macht. Momentan macht er nämlich keine Fehler. Also nicht das. Ja, aber das scheint auch eigene an. Einige Mods nicht richtig zu laden. Ja, der hat doch nur die Fehler gemacht, als du auf dem Boot warst, oder? Ja. Ja gut, dann wollen wir Pause machen und dann probieren wir das aus. Ja. Eine Stunde wieder da zu sein. Zum Server. Ja. Okay. Gut. Dann beenden wir offiziell erstmal die erste Staffel hier. Guck nochmal André tief in seine Nasenlöcher. Wir haben ja auch Ego-Perspektive. Licht. Ich werde seinen Kopf in meine Hände nehmen und werde ihn dann zusammen. Hey. Hey, lass das. Warte, André, weißt du, was wir machen können? Können wir hier nicht. Können wir nicht PvP anmachen jetzt?
Schade. Können wir nicht noch PvP anmachen? Geht das hier nicht? Hab ich. Ich hab PvP an. Doch jetzt. Ein epischer Kampf zwischen anderen und mir. Ohne Klassenfähigkeiten, André. Was? Okay. Zu Anfang? Okay. Ja, ich lass ja aus. Schon wieder geschossen. Warte. Diesmal gab es keine Fehler. Na, dann muss halt wohl ein anderer Fehler gewesen sein. Was machst du da? Dann heil ich doch mal. Ja, warte. Ich habe gerade noch was gegessen. Warte. Boah, voll geheilt. Boah, krass. Okay. Lass uns noch mal einen epischen Kampf machen hier. Bereit? Bin immer bereit. Dann lass uns mal. Du heilst dich ja die ganze Zeit. Nein, ich heile mich nicht. Ich mach gar nicht, ich hab kein mein Skill hier nicht. Gucken. Boah! Aber deine Heilungsrate ist viel höher. Ich weiß gar nicht warum. Ich benutze gar nichts. André hat gewonnen. Das sag ich ja, du bist viel besserer Spieler als ich. Gab's hier eigentlich noch Emotes? Weiß ich nicht. Ja! Wir müssen eine Arena bauen. Ja, das wäre noch cool, eine Arena. Und dann, wenn wir legendäre Items finden, gibt's die dann als Preis. Man darf nur in der Arena PvP machen. Nirgendwo anders. Oh, du liegst im Dreck, Mann. Ja, und PvP, wenn dann nur ohne Klassenfähigkeiten. Wenn dann nämlich sonst ein krasser Todesritter kommt, der haut ja einmal zu und du bist tot. Ist ja schwierig dann. Todesritter ist ja ganz schön overpowered, finde ich. Aber guck mal, kann ich verstehen. Bin ich schon wieder nur im Ladebildschirm. Ja, ist ja egal. Ja, okay. Gut. Ich gucke nochmal nach, gab aber jetzt keine Fehler mehr. Naja, müssen wir am Server mal gucken. Okay. Vielleicht lässt sich da besser kristallisieren, welche Mod das ist. Ja. Vielleicht. Gut, wir machen dann kurze Pause. Ja. Oder wir haben jetzt erstmal durch die Mods getestet. Ihr habt das miterlebt. Wir werden jetzt Mods auf dem Server kriegen, werden euch die Modliste zur Verfügung stellen. Und wenn ihr Lust habt, mit uns zu spielen, könnt ihr uns gerne anschreiben im Discord am besten. Und dann werden wir schauen, dass wir euch whitelisten und dass ihr dann mit könnt auf dem Server. Ansonsten erstmal Frühstück in Ruhe, trinken Kaffee und dann bis später. Jawohl, bis später.